1978, also vor genau 34 Jahren, gastierte erstmals der Biathlon-Weltcup in Antholz. Inzwischen sind diese Rennen zur größten Sportveranstaltung Südtirols geworden, mit jährlich über 65.000 Zuschauern. Und da auch das Rahmenprogramm in Antholz ein absoluter Renner ist, sind die Antholzer in den letzten 5 Jahren als bester Veranstalter weltweit ausgezeichnet worden. Heuer wollte OK-Chef Gottlieb Daschler mit seinen Mitarbeitern für die Ausrichtung der Biathlon-Weltmeisterschaft 2017 kandidieren. Antholz hat in seiner Geschichte schon 6-mal diese Titelkämpfe veranstaltet: 1974, 75, 83, 95 und zum letzten Mal 2007. Die WM ist noch eine Nummer größer als der Weltcup, dauert 2 Wochen, zieht an die 200.000 Fans an und wird von 750 Millionen Zuschauern im Fernsehen verfolgt. Kurz gesagt, ein internationales Top-Event, um das sich weltweit viele Länder streiten. Um eine WM auszutragen, hätte Antholz in der Südtirol Arena einige Umbauarbeiten vornehmen müssen, Kostenpunkt um die 3 Millionen Euro. Letzte Woche zog Antholz aber doch etwas überraschend die Kandidatur zurück. Mehrere Faktoren, unter anderem die starke internationale Konkurrenz, wirtschaftliche Aspekte und besonders der mangelnde Rückhalt im Antholzer Tal selbst, haben Daschler und sein Team zu diesem Schritt bewogen.